Großvater Hiob Geschichten erzählt, dann sitzen wir Mucksmäuschen still und hören mit Staunen von der schrecklichen Zeit, von der niemand mehr was hören will. Als er noch jung war, reich und berühmt und bekannt als frommer Mann, da kam jener Tag, an dem er alles verlor: Schafe und Rinder, Kamele und Kinder, Knechte und Mägde, alle waren tot. Wenn Großvater Hiob Geschichten erzählt, dann sitzen wir Mucksmäuschen still und hören mit Staunen von der schrecklichen Zeit, von der niemand mehr was hören will. Als er schon dachte, jetzt ist's genug, denn schlimmer kann es nicht sein, da kam jener Tag, an dem er mehr noch verlor: Gesundheit und Freunde, die Liebe seiner Frau und fast auch den Glauben an seinen Gott. Wenn Großvater Hiob Geschichten erzählt, dann sitzen wir Mucksmäuschen still und hören mit Staunen von der schrecklichen Zeit, von der niemand mehr was hören will. Als er schon wünschte, er wäre tot, da wurde er dann gesund. Und Gott schenkte ihm alles doppelt zurück: Schafe und Rinder, Kamele und Kinder, Knechte und Mägde, Zelte und Weiden, Gesundheit und Freunde, die Liebe seiner Frau. Wenn Großvater Hiob Geschichten erzählt, dann sind es Geschichten von Gott, von Güte und Treue in der schrecklichen Zeit und von Hilfe in höchster Not.